Ich grüße Sie herzlich hier aus der Stiftskirche. Und ich stehe unter der Kanzel. Auf der Kanzel steht normalerweise die Pfarrerin oder der Pfarrer. Und wenn man im Gottesdienst sitzt, dann sieht man eher den Menschen auf der Kanzel und gar nicht so sehr die Menschen, die auf dem Kanzelkorb zu sehen sind. Und um die soll es heute gehen. Die Kanzel ist noch ein ganz altes Ausstattungsstück aus der Kirche. Die stammt noch aus vorreformatorischen Zeiten. Und die Steinmetzer, Bildhauer, die sie geschaffen haben, waren Mitarbeiter von Hans Multscher oder Michael Erhardt. Sie hatten also bei den ganz Großen ihrer Zunft gelernt. Und das sieht man der Kanzel auch an. Wir sehen fünf Figuren. Maria in der Mitte auf einem Halbmond und um sie herum die vier Kirchenväter. So etwas nannte man eine Sacra Conversatione, also eine Art heiliges Gespräch. Und es war ein ganz beliebtes Motiv für Kanzeln am Ende des Mittelalters. Die vier Kirchenväter sitzen streng hierarchisch geordnet um Maria herum. Sie sitzen in ihren Studierstuben, Gregor, Hieronymus, Ambrosius und Augustinus. Sie tragen eine Papstkrone, sie tragen einen Kardinalshut und zwei Bischofsmitren, also Gregor sitzt als Papst, Maria zur Rechten, Hieronymus, der Kardinal, ihr zur Linken. Ambrosius und Augustinus müssen sich mit den Randplätzen zufrieden geben. Sie haben feingliedrige Hände, sie haben schlanke Nasen. Vermutlich hat sie ein und derselbe Bildhauer geschaffen, sogar die Falten ihrer Gewänder sind einigermaßen ähnlich. Ambrosius, der als Hymnen- und Liederdichter bekannt geworden ist, hat auf seinem Pult rote und schwarze Tinte für Initialen und Text zu stehen. Augustinus, dessen Bekenntnisse ein Stück Weltliteratur sind, hat mehrere Bücher in seinem Pult gestapelt, um sich als Schriftsteller auszuweisen. Und Hieronymus, der das Alte Testament ins Lateinische übersetzt und das Neue überarbeitet hat, der hat ein kleines Töpfchen mit Löschsand im Pult, um das frisch Geschriebene ablöschen zu können, und man kann ihm ansehen, dass er auf Hebräisch liest, denn sein Finger geht von rechts nach links auf dem Text. Alle vier lesen aus Büchern, die ihnen die vier Evangelistensymbole halten, und Hieronymus, der ja einmal einem Löwen den Dorn aus der Pfote gezogen haben soll, dem hält natürlich dieser Löwe die Bibel. Hieronymus war vermutlich der größte Einsiedler von diesen Vieren, aber auch alle die drei anderen haben immer wieder jahrelang in völliger Abgeschiedenheit gelebt, fern von Menschen, und ihre Werke geschrieben. Aber sie sprechen immer noch zu uns. Vor allen Dingen die Bekenntnisse von Augustinus sind so Weltliteratur, dass sie uns immer noch ganz nah sind. Sie kommen wirklich aus Raum und Zeit über 1000 Jahre hin zu uns. Und das lehrt uns einiges über Kommunikation und Einsamkeit. Wir sind ja auch gerade ohne soziale Kontakte. Wir können natürlich telefonieren, skypen, mailen, chatten. Aber wir sehen uns nicht richtig und wir leben auch ein bisschen wie die Einsiedler, wie diese Kirchenväter. Und vielleicht können wir von ihnen lernen, Gemeinschaft zu spüren, auch wenn wir uns gerade nicht sehen. Auch wenn wir gerade ein bisschen zurückgezogen sind, aber dass wir trotzdem immer noch das Gefühl haben, miteinander verbunden zu sein und dann eben auch mit diesen Vieren hier auf der Kanzel. Bis wir uns alle wiedersehen, wieder sprechen und wieder verbinden.